Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir machen weiter mit Biedermann und die Brandstifter. Ich weiß gar nicht, wo ich stehen geblieben bin. Ich glaube, da, genau. Ja, und dann wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß. Ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht zu oft und muss nicht zu viel rumschneiden, weil meine deutsche Sprache ist in der letzten Zeit echt am Arsch. Naja, legen wir mal wieder los. Wir sind mittlerweile in meiner Lektüre auf Seite 21 immer noch Szene 1. Jetzt auf dem Dachboden für die Leute, die es interessiert. Gut, los geht's. Dachboden. Biedermann knipst das Licht an, man sieht den Dachboden. Er winkt dem Schmitz, dass er eintreten soll. Es wird nur geflüstert. Hier ist ein Schalter. Wenn Sie kalt haben, irgendwo, da gibt ein altes Schaffell, glaube ich. Aber leise, Herrgott nochmal, ziehen Sie die Schuhe aus. Schmitz stellt das Tablettchen ab und zieht einen Schuh aus. Herr Schmitz. Herr Biedermann? Sie versprechen es mir aber. Sie sind wirklich kein Brandstifter. Hahaha. Psst! Er nickt gut Nacht, geht hinaus und macht die Tür zu. Schmitz zieht den anderen Schuh aus. Stube. Babette hat etwas gehört und horcht. Sie blickt entsetzt, dann plötzlich Erleichterung. Sie wendet sich an den Zuschauer. Mein Mann, der Gottlieb, hat mir versprochen, jeden Abend persönlich auf den Dachboden zu gehen, um persönlich nachzuschauen, ob da kein Brandstifter da ist. Ich bin ihm dankbar, sonst könnte ich nämlich die halbe Nacht lang nicht schlafen. Dachboden. Schmitz geht zum Schalter, jetzt in Socken und löscht das Licht. Oh, ich glaube, den Chor überspringe ich jetzt. Ja, wobei, naja, gut, für die Leute, die es in der Schule machen. Bürger der Vaterstadt seht, wachen uns, Wächter der Unschuld, arglos noch immer, freundlich Gesinnte der schlafenden Stadt, sitzend, stehend. Der Chorführer sagt: Manchmal eine Pfeife stopfen, zur Kurzweil. Der Chor sagt: Spähend, horchend, dass nicht ein Feuer aus traulichen Dächern, Lichterloh, tilge die Vaterstadt uns. Eine Turmuhr schlägt drei. Der Chorführer sagt: Jedermann weiß, dass wir da sind und weiß, Anruf genügt. Er stopft sich die Pfeife. Der Chor sagt: Wer macht Licht in der Stube um diese Stunde? Wehe, in nervenzerrüttetem Zustand, schlaflos unselig, sehe ich die Gattin. Babette erscheint im Morgenrock. Da hustet einer! Man hört Schnarchen. Gottlieb, hörst du's nicht? Man hört Husten. Da ist doch einer! Man hört Schnarchen. Männer, dann nehmen Sie einfach ein Schlafpulver. Eine Turmuhr schlägt vier. Der Chorführer sagt: Es ist 4 Uhr. Babette löscht das Licht wieder. Der Chorführer sagt: Aber ein Anruf kam nicht. Er steckt die Pfeife wieder ein, es wird hell im Hintergrund. Der Chor sagt: Strahl der Sonne, Wimper o göttlichen Auges, aufleuchtet noch einmal Tag über den traulichen Dächern der Stadt. Heil uns! Nichts ist geschehen in der nächtlichen Stadt. Heute noch nichts. Heil uns! Ganz schön rechtsradikal. Der Chor setzt sich. Szene 2. Stube. Biedermann steht in Mantel und Hut, Ledermappe unterm Arm, trinkt seinen Morgenkaffee und spricht zur Stube hinaus. Zum letzten Mal! Er ist kein Brandstifter! Eine Stimme sagt: Woher weißt du das? Ich habe ihn ja selbst gefragt. Und überhaupt kann man eigentlich nichts anderes mehr denken in dieser Welt. Das ist ja zum Verrücktwerden, ihr mit euren Brandstiftern die ganze Zeit. Babette kommt mit einem Milchkrug. Zum Verrücktwerden! Schrei mich nicht an! Ich schreie dich nicht an, Babette, ich schreie ganz allgemein. Sie gießt Milch in eine Tasse. Ich muss ja gehen! Er trinkt seinen Kaffee, der zu heiß ist. Pff, ah! Wenn man jedermann für einen Brandstifter hält, wo führt das hin? Man muss ein bisschen Vertrauen haben, Babette. Ein bisschen Vertrauen. Er blickt auf seine Armbanduhr. Du bist zu gutmütig. Das mache ich nicht mit, Gottlieb. Du lässt dein Herz sprechen, während ich die ganze Nacht nicht schlafen kann. Ich will ihm ein Frühstück geben. Gottlieb. Aber dann schick ihn auf den Weg. Tu das. In aller Freundlichkeit, weißt du, ohne ihn zu kränken. Tu das. Er stellt die Tasse hin. Ich muss zum Rechtsanwalt. Er gibt Babette einen Gewohnheitskuss. In diesem Augenblick erscheint Schmitz, der ein Schaffell trägt. Sie sehen ihn noch nicht. Warum hast du Knechtling entlassen? Weil ich ihn nicht mehr brauche.
Du warst immer so zufrieden mit ihm. Das ist es ja, was er ausnutzen will. Beteiligung an seiner Erfindung. Und dabei weiß Knechtling ganz genau, was unser Haarwasser ist. Eine kaufmännische Leistung, aber keine Erfindung. Lächerlich. Die guten Leute, die unser Haarwasser auf die Glatze streicheln, die können ebenso gut ihren Urin. Gottlieb! Es ist aber auch wahr. Er vergewissert sich, ob er alles in der Mappe hat. Ich bin zu gutmütig. Du hast recht. Diesem Knechtling, dem werde ich die Kehle, dem werde ich die Kehle schon umdrehen. Er will gehen und sieht Schmitz. Guten Morgen, die Herrschaften. Herr Schmitz. Schmitz streckt ihm die Hand hin. Sagen Sie doch einfach Sepp. Wienermann gibt seine Hand nicht. Meine Frau wird mit Ihnen sprechen, Herr Schmitz. Ich muss gehen, leider. Ich wünsche Ihnen aber alles Gute. Er schüttelt Schmitz die Hand. Alles Gute, Sepp. Alles Gute. Wiedermann geht weg. Alles Gute, Gottlieb. Alles Gute. Babette starrt ihn an. Wie haben Sie geschlafen? Danke, kalt. Aber ich habe mir gestattet, Madame, das Schaffell zu nehmen. Erinnert mich an meine Jugend in den Köhlerhütten. Ja, ich bin die Kälte gewohnt. Ihr Frühstück ist bereit. Madame? Sie weist ihm den Sessel an. Das kann ich nicht annehmen. Sie füllt seine Tasse. Sie müssen tüchtig essen, Sepp. Sie haben sicherlich einen langen Weg vor sich. Wieso? Sie weist ihm nochmals den Sessel an. Nehmen Sie ein weiches Ei. 2. Anna! Sehen Sie, Madame, ich fühle mich schon wie zu Haus. Ich bin so frei. Er setzt sich. Anna ist eingetreten. 2 weiche Eier. Sehr wohl. 3,5 Minuten. Sehr wohl. Anna will gehen. Fräulein? Anna steht in der Tür. Guten Tag. Tag. Anna geht hinaus. Wie das Fräulein mich ansieht. Verdammt nochmal, wenn's auf die ankäme. Ich glaube, ich stünde draußen im strömenden Regen. Strömenden Regen. Scheiß Wort. Herr Schmitz? Ja? Wenn ich offen sprechen darf. Sie zittern, Madame. Herr Schmitz? Was bekümmert Sie? Hier ist der Käse. Danke. Hier ist Marmelade. Danke. Hier ist Honig. Eins nach dem anderen, Madame, eins nach dem anderen. Er lehnt sich zurück und isst sein Butterbrot zum Hören bereit. Was ist's? Rundheraus, Herr Schmitz. Sagen Sie doch einfach Sepp. Rundheraus. Sie möchten mich los sein. Nein, Herr Schmitz, nein, so würde ich es nicht sagen. Was, wie würden Sie es denn dann sagen? Er nimmt Käse. Tilsiter ist nämlich mein Leibspeis. Er lehnt wieder zurück und futtert, zum Hören bereit. Madame halten mich also für einen Brandstifter. Sie missverstehen Sie mich nicht. Was habe ich denn gesagt? Nichts liegt mir ferner, Herr Schmitz, als Sie zu kränken. Ehrenwort, Sie haben mich ganz verwirrt. Wer redet denn von Brandstiftern? Ich beklage mich ja in keinster Weise, Herr Schmitz, über Ihr Benehmen. Schmitz legt das Besteck wieder. Ich weiß, ich habe kein Benehmen. Nein, Herr Schmitz, das ist es nicht. Ein Mensch, der schmatzt, Unsinn. Das haben Sie mir schon im Waisenhaus immer gesagt. Schmitz, schmatze nicht. Sie nimmt die Kanne, um Kaffee einzugießen. Sie missverstehen mich. Ach Gott, vollkommen. Er hält die Hand auf seine Tasse. Ich geh. Herr Schmitz, ich geh. Noch eine Tasse? Er schüttelt den Kopf. Eine halbe? Er schüttelt wieder den Kopf. So dürfen Sie nicht gehen, Herr. Ich habe Sie nicht kränken wollen, Herr. Ich habe doch kein Wort gesagt, dass Sie schmatzen. Er erhebt sich. Habe ich Sie gekränkt? Er faltet die Serviette zusammen. Was können Madame dafür, dass ich kein Benehmen habe? Mein Vater war Köhler. Woher soll unser einer Benehmen haben? Hungern und frieren, Madame, das macht mir nichts, aber keine Bildung, Madame, kein Benehmen, Madame, keine Kultur. Ich verstehe. Ich gehe. Wohin? Hinaus in den Regen. Ach Gott, bin ich gewohnt. Herr Schmitz, blicken Sie mich doch nicht so an. Ihr Vater war Köhler, das sehe ich doch ein. Herr Schmitz, Sie haben sicherlich eine harte Jugend gehabt. Überhaupt keine, Madame. Er senkt den Blick und fingert an seinen Fingern herum. Pff. Überhaupt keine. Ich zählte 7 Jahre, als meine Mutter starb. Er dreht sich um und wischt sich die Augen. Sepp, aber Sepp. Anna kommt und bringt die weichen Eier.
Sonst noch etwas?« Anna bekommt keine Antwort und geht hinaus. »Ich schicke Sie gar nicht fort, mein Herr. Das habe ich ja gar nicht gesagt. Was habe ich denn gesagt? Sie missverstehen mich wirklich, Herr Schmitz. Das ist ja furchtbar. Was kann ich denn tun, dass Sie mir glauben?« Sie fasst ihn, nicht ohne zu zögern, am Ärmel. »Kommen Sie, Sepp, essen Sie!« Schmitz setzt sich wieder an den Tisch. »Wofür halten Sie uns? Ich habe nicht bemerkt, dass Sie schmatzen. Ehrenwort. Und wenn schon. Wir geben nichts auf Äußerlichkeiten, Herr Schmitz. Das müssen Sie doch spüren. Herr Schmitz, wir sind nicht so.« Er köpft sein Ei. »Vergelt's Gott?« »Hier ist Salz.« Er löffelt das Ei. »Es ist wahr, Madame.« »Haben mich ja gar nicht fortgeschickt. Kein Wort davon. Es ist wahr. Bitte um Verzeihung, dass ich Madame so missverstanden habe.« »Ist es denn richtig, das Ei?« »Etwas weich. Bitte sehr um Entschuldigung.« Er hat es ausgelöffelt. »Was haben Sie denn sagen wollen, Madame, vorher, als Sie sagten, rundheraus?« »Ja, was habe ich eigentlich sagen wollen?« Er köpft das zweite Ei. »Vergelt's Gott?« Er löffelt das zweite Ei. »Der Willi, der sagt immer, das gibt's gar nicht mehr. Die private Barmherzigkeit. Es gibt heutzutage keine feinen Leute mehr. Verstaatlichung. Es gibt keine Menschen mehr, sagt er. Drum geht die Welt in den Eimer. Drum.« Er salzt das Ei. »Der wird Augen machen. Wenn er ein solches Frühstück bekommt, der wird Augen machen. Der Willi.« Es klingelt an der Haustür. »Vielleicht ist er das.« Es klingelt schon wieder an der Haustür. »Wer ist der Willi?« »Der hat Kultur, Madame, Sie werden sehen. Der ist doch Kellner gewesen damals im Metropol, bevor es niedergebrannt ist. Das Metropol.« »Niedergebrannt?« »Oberkellner.« Anna ist eingetreten. »Wer ist's?« »Ein Herr.« »Und was will er?« »Von der Feuerversicherung, sagt er. Nämlich, er müsse sich das Haus ansehen.« Babette erhebt sich. »Er trägt ein Frack.« Babette und Anna gehen hinaus. Schmitz gießt sich Kaffee ein. »Der Willi!« Ja, das war auch schon die... Na, nicht ganz. Da kommt jetzt noch so ein Stückchen Chor. Das mache ich vielleicht auch noch kurz. Das wundert mich gerade, dass ich das jetzt so relativ fehlerfrei durchbekommen habe. Der ein oder andere klitzekleine Versprecher ist drin, habe ich jetzt so gelassen, aber juckt ja auch. So, jetzt kriegt ihr noch den Chor am Ende der zweiten Szene. Und ja, nächste Folge geht's dann weiter mit Szene 3. Der Chor sagt, »Nun sind es schon zwei, die unseren Argwohn erwecken. Fahrräder nämlich, Verrostete, die jemandem gehören. Doch wem?« Der Chorführer sagt, »Eines seit gestern, das andere seit heut.« Der Chor sagt, »Wehe!« Der Chorführer, »Wieder ist Nacht und wir wachen.« Eine Turmuhr schlägt. Der Chor sagt, »Viel sieht, wo nichts ist, der Ängstliche. Den nämlich schreckt schon der eigene Schatten.« Entschuldigung. »Kampfmutig findet ihn jedes Gerücht, so dass er strauchelt. So schreckhaft lebt er dahin, bis es eintritt in seine Stube.« Die Turmuhr schlägt. Der Chorführer. Der Chorführer sagt, »Dass sie das Haus nicht verlassen, die zwei. Wie soll ich's deuten?« Die Turmuhr schlägt. Der Chor sagt, »Blinder als blind ist der Ängstliche. Zitternd vor Hoffnung, es sei nicht das Böse. Freundlich empfängt er's, wehrlos, ach, müde der Angst, hoffend das Beste, bis es zu spät ist.« Die Turmuhr schlägt. Der Chor sagt, »Wehe!« Der Chor setzt sich. Ja, also, achso, so als kurze Zwischeninformation für die Leute, die auch noch das, upsala, jetzt habe ich das Buch zugeschlagen, um das Lesezeichen reinzumachen, das war vielleicht nicht so clever. Für die Leute, die auch noch das Let's Play gucken und sich fragen, wann denn die nächste Folge kommt, es kann noch so ein bisschen dauern, weil mein Headset irgendwie nach wie vor nicht da ist. Ich werde da demnächst mal ein bisschen Terror schieben. Wie ihr wisst, nehme ich das jetzt hier am Laptop auf. Ja, also es ist irgendwie so ein Unding. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich im Let's Play dran bin. Eine Folge kommt, glaube ich, noch, die habe ich in petto. Aber dann bin ich irgendwie so leer, dann müsste ich eigentlich mal was Neues machen. Und wenn mein Headset dann da ist, der Quack hat einen neuen PC, das heißt, da wird jetzt auch ordentlich mal gedaddelt, auch was anderes außer T-Worlds. Wir haben uns überlegt, dass wir auf jeden Fall Minecraft machen. Minecraft wollen wir machen. Vielleicht kommt auch noch ein bisschen Team Fortress, vielleicht noch ein paar andere Free-to-Plays. Da
dann werde ich auf jeden Fall noch ein Update bringen zu Star Wars The Old Republic. Weil das ja jetzt Free-to-Play wirklich, ne, so darfst du. Und dann erkläre ich mal kurz, was es so an Beschränkungen gibt. Und so, das werde ich dann auch mal hier irgendwo so bunt lustig auf dem Bildschirm verlinken. Wenn ich das vergessen sollte, erinnert mich in den Kommentaren mal daran. Ja, und bis zur nächsten Folge oder bis im Let's Play oder wann auch immer, ein gesegnetes Tschüssikowski euch. Bis denne.